Hallo ihr Lieben, heute gibt es das 17-Wochen-Update von Kai. Supi! In der 17. Woche habe ich jetzt angefangen, langsam weniger Milch abzupumpen. Da wir Pumpstillen machen, ja, habe ich eigentlich immer über einen Liter täglich abgepumpt und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, langsam weniger abzupumpen und nichts mehr auf Vorrat einzufrieren, weil wir einfach sehr viel eingefroren haben. Und ja, ich habe jetzt angefangen, eben so viel abzupumpen, wie er täglich trinkt. Das sind ca. 800 Milliliter, 800, 900. Und ich pumpe jetzt auch nur mehr dreimal täglich ab und eben nach Bedarf sonst noch ein viertes Mal. Aber grundsätzlich eben morgens nach dem Aufstehen, abends vorm Schlafen gehen und einmal zwischendurch. Guten Morgen, Baby. Kai hat ein wenig geschlafen, so eine Stunde. Und normalerweise sollte er jetzt ganz gut gelaunt sein. Number one! Number one! Die 62er Sachen passen ihm jetzt nicht mehr so gut teilweise, also manche passen aber auch nicht mehr, hängt auch viel vom Schnitt ab, denke ich. Und wir haben auch angefangen, ihn langsam ein wenig an Karottenbrei zu gewöhnen, also gerade einen Löffel. Und an einem Tag hat er dann aber ein wenig mehr gegessen und Bauchweh davon bekommen. Deshalb haben wir uns jetzt wieder dazu entschlossen, Pause zu machen und dann wieder von vorne zu beginnen. Ich habe auch gehört, dass es besser ist, Gläschen zu füttern, als selbst zu kochen. Haben wir jetzt so noch nicht ausprobiert. Ja, da gibt es auf jeden Fall dann auch mal ein Video oder ein Update dazu, wie wir das so gemacht haben oder machen mit der Beikost, wenn es dann funktioniert. Kai hat wirklich jetzt immer wieder große Lust, seine Stimme auszuprobieren und er macht es auch sehr laut. Also das merke ich so im Unterschied zu sonst, dass er jetzt seit dieser Woche wirklich oft sehr, sehr laute Geräusche macht. Gell? Bist du kitzelig?
wollte ihn jetzt nicht ablegen, deshalb... Kuckuck. Hier hat ihn eine Gelse gestochen, da habe ich so eine Rescue-Salbe drauf getan. Ja, und was ich euch eigentlich auch heute noch in diesem Update erzählen wollte, ist, wie bei uns so ein typischer Tag aussieht. Und zwar ist es so, dass ich meistens so um 10 aufstehe und anfange Milch abzupumpen. Ich pumpe morgens meistens am längsten ab, da ich die ganze Nacht nicht abpumpe und da hänge ich mich dann schon so 45 Minuten an die Maschine. Und währenddessen schlaft Kai eigentlich meistens noch, dann gehe ich duschen und ja, ziehe mich an und so um 11 wacht dann Kai auf. Oder 11:45, also es hängt auch immer so davon ab. Und dann gehen wir runter und eigentlich auch recht schnell spazieren. Also ich bin dann sowieso schon fertig und ich mache dann auch Kai fertig und wir gehen dann eine Runde spazieren mit meinem Hundi. Und wenn ich heimkomme, dann gibt es Mittagessen, Frühstück. Ja, lasse ich eigentlich im Moment immer ausfallen. Und dann spielt Kai ein wenig und dann schläft er auch manchmal nochmal. Dann, wenn er schläft, bereite ich Abendessen vor für meinen Freund. Hui. Der kommt dann eben abends nach Hause und dann essen wir gemeinsam. Und dann, ja, bekommt Kai Essen, eigentlich bekommt er dauernd Essen, wenn er Hunger hat. Also das läuft immer so zwischenzeitlich. Ich frage mich gerade, was so spannend an meinem Tagesablauf ist. Aber jetzt habe ich schon angefangen damit. Und so gegen 8 gehen wir dann wieder rauf ins Schlafzimmer. Ich pumpe dann wieder Milch ab. Und meistens lege ich Kai dann schon so um 8, 9 hin. Hängt davon ab, manchmal auch erst um 10. Meistens ist es so, wenn ich ihn um 8 hinlege, dass er sowieso um 10 nochmal was isst und dann erst schläft. Wenn ich Glück habe, schläft er dann bis 3. Wenn ich Pech habe, schläft er bis 1. Und dann wacht er auf. Ja, eben entweder alle 3 Stunden, also manchmal schläft er 5 Stunden, eher selten. Sonst meistens wacht er alle 3, 3,5, 4 Stunden auf, sowas in der Nacht. Und wie gesagt, dafür schläft er aber dann auch bis 11. Und das ist dann unser Tagesablauf. Und mehr möchte ich zum heutigen Update auch gar nicht sagen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Kai verabschiedet sich gerade von mir. Ja, er mag jetzt nicht mehr. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.